Ja, hallo erstmal zusammen. Ich glaube, die Trainingswoche war nicht so prickelnd, weil wir schwere oder schlechte Trainingsbedingungen hatten. Am Anfang der Woche hat es ja geregnet und tiefe Böden. Ja, wir werden erst heute normale Bedingungen haben, aber ich denke, was soll ich vor dem Spiel gegen Cottbus der Mannschaft sagen? Das ist ein Spiel, da musst du als Trainer nicht viel sagen. Ja, das ist, da musst du auch niemand einstellen. Die Mannschaft ist heiß drauf. Ja, sie freut sich auf das Spiel. 2000 Fans von uns dabei, die uns unterstützen, ja, und volles Stadion, es kommt live im Fernsehen, musst du als Trainer nicht viel sagen. Ja, also erstmal auch nochmal Hallo in die Runde. Ja, zum Stadion, zum Spiel. Ich denke, dass es ganz gut war. Ich meine, ich kannte das Stadion ja schon. Ich habe ja schon zweimal hier gespielt gehabt. Vielleicht nicht immer mit einem ganz guten Ausgang für Lok Leipzig, so wie letzte Saison, aber okay. Und ja, hat definitiv Spaß gemacht, auf der anderen Seite zu stehen. Und denke ich, ja, war auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Und zu Cottbus, ich glaube, wir wissen mal, was uns erwartet. Ist, glaube ich, ein besonderes Ambiente. Hat man, glaube ich, nicht jede Woche jetzt hier in der Liga. Spitzenspiel, ja, wie Trainer schon sagt, live übertragen. Von daher, was will ein Fußballer, hat es mehr in der Regionalliga. Aber wie sieht es Arsenal aus vom Spiel? Kevin Schulze könnte wieder, Sperre ist abgelaufen. Ja, der ist wieder dabei. Problem gibt es noch bei Patrick, bei meinem Sohn. Der hat einen Pferdekuss bekommen im Oberschenkel drin und ist reingeblutet. Der wird heute probieren. Wenn er heute kann, dann wird er spielen. Ja, und dann schaue ich noch, wie ich die eine Position, ob ich was verändere oder nicht. Fabian, du bist jetzt seit Januar bei Lok. Vielleicht kannst du unseren Fans auch nochmal mitteilen, wie ist dein bisheriger fußballerischer Werdegang gewesen? Bei welchem Verein warst du vorher und warst du schon immer im Tor? Also ich war schon immer im Tor, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Mein sportlicher Werdegang, ja gut, ist glaube ich relativ schnell zusammengefasst. Ich habe bei Germania Halberstadt angefangen, da wo ich auch geboren und aufgewachsen bin. Und bin dann im Sommer letztes Jahr das erste Mal weggegangen von dem Verein zu Wacker Nordhausen. Und ja gut, wie es sich bei Wacker Nordhausen entwickelt hat, glaube ich, brauche ich jetzt nicht nochmal zu beschreiben. Und bin dann ja jetzt im Januar hierher gewechselt. Ja, mehr Stationen hatte ich jetzt nicht in dem Sinne gehabt. Und ja, wie gesagt, Torhüter war ich schon immer, keine andere Position gespielt. Sozusagen direkt die passende Position, glaube ich, gefunden habe. Wie würdest du dein Torhüterspiel interpretieren? Hast du besondere Stärken? Ja, was heißt besondere Stärken? Also ich glaube schon, dass mir relativ früh mitgegeben wurde, dass jetzt gerade das Mitspielen eine besondere Rolle spielt und auch immer aktueller wird, wie es jetzt auch, ja, ich sag mal Manuel Neuer, glaube ich, seit 2014 ist es ja erst so groß geworden mit diesen Mitspielen, Abfangen, Spieleröffnung etc. Und das wurde mir schon relativ früh mitgegeben, von daher würde ich auf jeden Fall in diese Richtung mitgehen. Und ansonsten, glaube ich, macht es auch irgendwo das Komplettpaket so ein bisschen aus, dass man jetzt nicht, sage ich mal, ja, Bälle über 60 Meter an Mann bringen kann, dafür darf keiner aufs Tor schießen. Also ich glaube schon, dass dieses Komplettpaket irgendwo wichtig ist. Und ich denke, dass ich das auch, ja, relativ gut habe. Gibt es ein sportliches Vorbild für dich? Also ich muss sagen, aktuell ganz, ganz stark Marc-André ter Stegen. Nicht, glaube ich, wie Manuel Neuer oder Oliver Kahn, was jetzt viele haben. Ich glaube, dass man sich schon an dem aktuellen Torwartbild irgendwo orientieren muss, wenn man sich jetzt ein Vorbild nimmt. Deshalb Marc-André ter Stegen, ich glaube, gerade mitspielen und was es auch, wie gesagt, das Komplettpaket angeht, ja, ist das, glaube ich, mit das Beste, was es aktuell gibt. Mal was zum Spiel. Cottbus liegt für mich zumindest jetzt bildlich gesprochen etwas im Nebel. Neuer Trainer, einige neue Spieler, noch kein Spiel gemacht in diesem Jahr. Wie einfach oder wie schwierig ist es, sich dann auf so einen Gegner einzustellen? Erstens mal denke ich, dass das mit dem neuen Trainer nicht so dramatisch ist, weil der ganze Vorbereitung gemacht hat. Er hat 5 Wochen die Mannschaft gehabt. Der ist nicht von heute auf morgen eingesetzt worden, weil ein Trainer während der Saison entlassen wurde. Von daher hat er ganz klare Vorlaufzeit, hat eine Mannschaft übernommen, wo er nichts verändern musste, weil die eingespielt war. Die ist immer stärker geworden und die haben sie jetzt punktuell verstärkt. Also ich sehe da keinen Nachteil. Ob das ein Nachteil ist, weil sie noch kein Spiel gemacht haben. Das wird man sehen. Ja, aber ich denke, das ist eine eingespielte Mannschaft. Das sieht man ja bei meinen auch. Ich habe eine eingespielte Mannschaft, da verändert man kaum was, weil die Abläufe stimmen. Ob du jetzt eine 3 Wochen Pause hattest oder nicht, das wird die Mannschaft nicht beeinflussen. Also das wird ein ganz schwerer Gang für uns, aber auch für Cottbus. Also wir werden unser Spiel versuchen durchzudrücken, egal was der neue Trainer für Ideen hat. Ja. Und ich bin keiner, der sich auf den Gegner einstellt.
Ja, wir versuchen unser Spiel zu machen und ich werde mich doch nicht nach dem Gegner richten. Ne? Wir werden versuchen, unser Spiel durchzudrücken, unsere Stärken durchzudrücken, ja, unsere Laufbereitschaft, unsere Aggressivität. Ja, da werden wir versuchen, von der ersten Minute an voll da zu sein. Ja, und uns auch nicht schocken lassen, wenn es mal nicht so läuft. Ja. Und du darfst deine Stärke nicht dem Gegner unterstellen. Das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Ja. Und ich mache mich doch nicht verrückt, weil wir gegen Cottbus spielen. Ja. Das wird kein einfaches Spiel. Ja, das ist auch in meinen Augen, ist das ein 50-50 Spiel. Ja, da ist momentan kein klarer Favorit, obwohl die zu Hause spielen. Ich habe schon gesagt, auswärts sind wir noch ein Stück unbequemer zu bespielen. Das muss die Mannschaft auf den Platz bringen. Wenn wir das hinbringen und wenn wir so geschlossen agieren, dann wird es schwer für Cottbus. Das ist auch klar. Aber für uns genauso. Ja, das wird ein enges Spiel. Und ich hoffe, dass wir nicht so viele Fehler machen und dass wir im letzten Drittel die Bälle besser in Fuß spielen und die Chancen, die wir haben, besser nutzen. Wir haben gegen Victoria gespielt, das die beste Abwehr hatte. Das hat man gesehen. Ja, die sind ja mit Mann und Maus, haben die in der zweiten Halbzeit verteidigt und auf Konter gespielt und haben einen Konter zugelassen in der zweiten Halbzeit. Also hat die Mannschaft sehr gut gegen den Ball gearbeitet, die Räume zugemacht. Ja, und das ist auch eine Qualität, die wir momentan an den Tag legen. Ja. Wir können nicht kopflos, wir wollten nicht kopflos anrennen und das Spiel verlieren. Ja, das ist ja auch immer drin. Weil eins ist doch auch klar, Victoria hatte am ersten Spieltag nichts zu verlieren. Ja, die stehen im Mittelfeld und die Mannschaft möchte ich mal sehen, wenn die auf unsere Position oben spielen, dann wären die Räume da gewesen für uns. Dann würden die offensiver spielen, weil sie wollen ja auch ein Tor machen. Ja? Und von daher wird das ein ganz anderes Spiel gegen Cottbus. Cottbus will gewinnen und wir wollen gewinnen. Also da werden auch Räume da sein, mit zunehmender Spieldauer, das wird man sehen. Ja. Werden auch vielleicht Kleinigkeiten entscheiden, Standard, abgefälschter Schuss und. Ja, und wie gesagt, Fabi hat schon gesagt, 10.000, 12.000 Zuschauer live im Fernsehen. Ja, viele Fans von uns dabei. Ja, da musst du als Trainer nichts mehr sagen. Wenn ich da noch sagen muss, Steine, jetzt laufen wir ein bisschen mehr. Also bitte, ja. Also, da kenne ich meine Jungs. Die werden alles abrufen, wie die Cottbusser auch, was drin ist. Ja, und dann soll der bessere Gewinn, soll so ein schönes Spiel sein, das soll Werbung für den Fußball sein. Ja, aber da ist auch, selbst wenn wir gewinnen oder verlieren, in meinen Augen ist die Saison noch lang, da ist noch nichts endgültig entschieden. Nur wir werden dann ein paar Wochen hinter der Kapelle her schwimmen, bis wir wieder dran sind. Das weiß ich. Aber auch das werden wir dann wieder versuchen, wenn es so sein sollte.